erlebe ich immer wieder, dass man so anlasshörig ist in Nachrichtenredaktionen und sagt, ja, das Thema kümmern nicht, Mann, da gibt es keinen Anlass. Oh, ein Jahr Ebola-Ausbruch, da haben wir jetzt einen Anlass. Oder habe ich auch ganz oft erlebt, ich schlage ein Thema vor und dann heißt es, gibt keinen Anlass. Zwei Wochen später steht ein Artikel in der Zeitung, oh, jetzt haben wir den Anlass. Also da finde ich, sollte man schon sich auch ein bisschen frei davon machen und nicht so anlasshörig sein. Ja. Nachrichten müssen natürlich aktuell sein, aber Nachrichten sollten auch hintergründig sein und dazu gehört, finde ich, auch Themen aufzugreifen, die jetzt ein bisschen weiter her sind, aber trotzdem noch relevant sind. Es reicht nicht mehr, dass wir einfach irgendwo entscheiden auf einem Lerchenberg, der ein Zauberberg ist, was jetzt wichtig ist fürs Land. Wir brauchen die ständige Interaktion mit Ihnen, die Sie ja auch alle Beiträge zahlen für das, was wir so treiben. Auf dem Weg dahin habe ich auch ein bisschen über die Legalized Marihuana Problematik recherchiert, indem ich in Hollywood zu einem Cannabis-Doktor gegangen bin und mir was gegen meine Rückenschmerzen habe geben lassen. Und dann habe ich mir noch was gegen die schlechte Laune einpacken lassen. Und so. Er hat mich abgehört, ganz ernst. Ja, Sie brauchen einen Joint und so. Und dann hatte ich so eine, und dann wollte ich noch nach Colorado hoch, wo Cannabis legalisiert ist. Und musste mich beeilen und nachdem ich mich eine Viertelstunde beeilt hatte, war hinter mir wang, 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 Sheriff. Ja, das ist teuer. Und der zog mich raus und sagte, you're going to jail for this. Und da hatte er aber noch nicht den kleinen Joint gesehen, den ich vorhatte. Okay, jetzt aber das ist ein super Artikel. Und dann eine Nacht im Navajo County Jail mit zahnlosen Indianern. Holding Cell, im Fernsehen lief Der Pate, zweiter Teil. Ja, ja. Also Inspirational Movie. Die Geschichte ist einfach eine Geschichte, die passiert ist. Und das ist das Spannendste. Ja. Du kannst solche Sachen ja nicht planen. Nee. Aber du fährst los und dann sozusagen, und das ist Journalismus meiner Ansicht nach. Sehr schön, dann gehen wir zurück von dem... Schön, dass Sie so leidenschaftlich reden. Sie haben ja viele Erfahrungen gemacht. Sehr schön, vielen Dank für die Anekdote. Jetzt gehen wir vom Joint zurück zum Publikum.